Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir hier unseren Bosskampf bestritten gegen ein komisches Skelettvieh, was groß war und coole, einfach nur cool ist. Hier geht's ziemlich weit runter, aber man sieht den Boden zumindest. Naja, und jetzt wollen wir als nächstes durch dieses Tor, besser gesagt. Und sehen, was uns dort erwartet. Spiel speichern. Klar. Ich speichere jetzt mal. Yeah. Müsste 2 Stunden später sein. 21. Ja. Ich habe nämlich genau 6 Parts aufgenommen bisher. Und 20 Minuten habe ich offenbar so verschwendet. Keine Ahnung. Naja, es ist dunkel. Wie immer irgendwie in letzter Zeit. Trotzdem haben wir coole Musik. Okay, es gibt nur einen einzigen Weg, den wir verfolgen können. Und der führt uns hierher. Okay. Und, Spiegelkammer. Ich sehe keinen Spiegel. Und ihr? Dafür eine riesige... hier gibt es doch noch einen Teleporter. Okay. Aber der bringt irgendwie kaum was. Der ist irgendwie nur storymäßig wichtig. Boah, wie viele noch? Wie viele wollen denn da runterfallen? Ey, waren das jetzt 4? Ich glaube schon. Tschüss. Nee, euch lasse ich mal. Ach, da sind doch 5. Eine Fledermaus, natürlich. Eine Fledermaus kommt auch immer dazu. Oh, ich dachte schon, ich dachte echt, den erwische ich nicht mehr. Das wäre ärgerlich gewesen, weil es 5 waren, aber naja. Okay, neuer Porter. Gut, und 100 Herzen. Fahren wir die Schlange hoch. Die ist cool. Und beim Mondlicht, das hat irgendwie was hier. So eine schöne Atmosphäre. Oh. Die Ketten heben, die Säulen heben sich. Und eben, was heben sie denn? Oh, okay. Und wir sinken. Okay. Okay. Ein fetter Steinblock eingekettet. Und ein kaputter Spiegel. Wie wir gerade schon gesehen haben. Oh nein! Jo. Noch böser. Oh. Link weiß gar nicht, was er tun soll. Sitzt nur davor. Oh. Noch mehr Geister. In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hergeführt hat, hört uns, ihr Träger des Sieges der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule seit Ewigkeiten über den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. Das erste Mal hören wir seinen Namen. Normalerweise ging es die ganze Zeit um Xanto und jetzt plötzlich... Doch jemand, na gut, naja. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen, um die Gewalt über die Welt zu bekommen. Keine Ahnung. Da er über dunkle Kräfte verfügte und die Magie bewandert war, wurde er weiterhin gefürchtet. Nur eins war ihm nicht bewusst.
Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnliche Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Einfach hingerichtet. Jedoch. Muss es wohl eine Laune der Göttinnen gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügt. Joa. Ist schon übel, wenn so ein Typ ausbricht und einfach einen umbringt. Habt ihr gesehen, da fehlte nämlich einer auf einer der Säulen. Das war wohl der. Aber voll krass, heißt, also eigentlich müsste dann dürfte Link nie sterben, sondern immer wieder zum Leben erweckt werden, weil Ganondorf kann auch nicht sterben, das ist voll unfair. Entweder wird versiegelt oder, na gut, er wird irgendwie doch reinkarniert oder so. Durch das Blut von Link oder so wieder erweckt, keine Ahnung. Wie in den ersten beiden Zelda-Teilen. Im zweiten besser gesagt. Ja. Yeah, wurde weggeschickt. Schickt ihn einfach dahin, wo die armen anderen Leute wohnen, die schon verbannt wurden. Oh. Oh. Oh, das ist so traurig. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluchs muss dann auf Xanthu übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Xanthus magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolks. Jetzt aber hat die Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben warten überall in Hyrule, ich weiß nicht, wer das redet, darauf, wiedergefunden zu werden. Einer von denen hat das gesagt. Eine befindet sich in den auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte findet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttern auserwählt, also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut. Auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Sie können sich schon ohne Worte kommunizieren. Ist das nicht wundervoll? Okay. Ja, schön. Das war's. Das war der Tempel und wir haben eine Spiegelscherbe quasi. Es fehlen genau drei, also die Spiegel sind vier aufgeteilt. Und das bedeutet, uns fehlen drei Tempel. Wenn man das einfach so sagen kann. Jetzt will ich aber wissen, wo diese Geister sind. Wenn es schon gerade dunkel ist. Ach, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Hier sind keine mehr. Die einzigen, die noch übrig sind, sind in diesem Loch hier. Genau hier drin. Da sind die letzten drei. Die werden wir uns aber erst später holen. Weil wir alle möglichen an Gegenstände brauchen, um da weiterzukommen. Und ich will dann, wenn dann alle auf einem Rutsch. So, dann. Ja, dann müssen wir jetzt als nächstes eigentlich zu Thelma. Aber dann mache ich das so, dass ich mir Quellwasser schnappe und gleichzeitig auch zu diesem Goron gehe, der Quellwasser will. Keine Ahnung, ob das schlecht wird, wenn ich mich teleportiere oder so. Ich weiß es nicht. Naja. Achso, ich muss mich natürlich wieder zurückverwandeln, nicht, dass mich jemand hier ankotzt. Dass ich als Wolf hier rumrenne. So. Nein. Oh. Hui. Wir können auch in der Oberwelt an sich, also in der
Oberwelt halt an sich ein paar Sachen sammeln und so. Aber das, ja, machen wir erst später. Das eignet sich da einfach am besten. Ich brauche ja eine Flasche, deswegen packe ich das so rein und ich würde gerne so machen und so. Okay. Quellwasser gibt es ja hier oben. Ich schaue mal noch mal kurz auf die Karte. Achso, Kakariko ist kein einzelnes Gebiet. Hier sind irgendwo noch vier Geister. Das ist ganz schön, dass man das so kontrollieren kann. Hier fehlen uns nur zwei Geister in diesem ganzen gesamten Gebiet. Ich überlege kurz, kenne ich alle auswendig? Ich schätze mal irgendwelchen komischen Höhlen vielleicht. Was ist hier? Das ist die Zora-Höhle. Was ist das? Ach ja, Zora-Fluss. Ich vergesse immer, was das hier ist. Ach, Mann. Ich kotze. Ich hasse das. Wieso passiert denn das ständig? Dass ich irgendwo einfach falsch aufkomme. Hallo? Nein, das wollte ich nicht. Irgendwie verwechsel ich auch manchmal die Knöpfe. Also R, nee, L und ZL. Also, aber ich möchte Quellwasser. Gib mir Quellwasser. Quellwasser ist hier oben. Mir fällt gerade auf, ich hätte mich bestimmt mit einem Goron hochschießen können. Ach, Mann. Du füllst Quellwasser in die Scheiße. Lege bla bla bla. Um es zu trinken, wird es kalt, ist einfach nur nach Wasser. Okay. Heißt das, ich kann mich nicht teleportieren? Oder kann ich mich teleportieren? Oder kann ich mich nicht... An Wasser kann ich mich natürlich nicht teleportieren. So. So. Mal gucken, ob es dann kein Quellwasser mehr ist. Eigentlich müsste es noch Quellwasser sein, oder? Wetten wir kriegen wieder Post. Ja. Leg, wo bist du? Hallo Matt, ich habe Post für dich. Hier steht doch der Absender Burns. Sagt dir das was? Oh, wir kriegen neue Bomben. Neue Bombensorte. Okay, ab die Post. Tschüss. Das ist cool, weil wir drei Bombentaschen haben und drei unterschiedliche Bomben kriegen. Dann haben wir... Ein neuer Abschnitt der Schattenhöhle wurde freigeschaltet. Das wird... Was? Erst jetzt? Okay, egal. Eine echte... Warte, wo war das jetzt? Ich glaube doch, das gäbe. Ja. Wie läuft es denn so mit den Abenteuern? Kommen meine Bomben auch regelmäßig zum Einsatz? Ich habe ein paar fantastische neue Bomben im Angebot. Komm doch mal wieder im Laden vorbei. Ich bin sicher, du wirst begeistert sein, wenn du die Bomben, meine Bomben in Aktion siehst. Okay. Na, ich werde so oder so nochmal vorbeikommen. Komm. Naja. Aber erstmal muss ich gucken, ist das jetzt Wasser oder Quellwasser? Quellwasser. Okay. Das ist schön. Dann müssen wir schnell zum Goron und ihm Quellwasser geben. Sogar als Mensch. Ich erschrecke die Leute nicht mehr. Ist das nicht wunderbar? Oh, Moment. Wenn wir zurückgehen, kann ich dem Typen Geld spenden. Ganz viel Geld spenden. Denn dann kriege ich ein Herz. Ich glaube bei 1000. Ich habe immer nicht nachgeguckt oder so, aber ich meine, das war irgendwie so... Ich habe vergessen, dass es zwei Spendeaktionen gab. Und das eine haben wir jetzt schon fertig mit der Brücke. Und das andere war auf jeden Fall ein Herz. Und das war dieser komische Typ. Und da kann man ja nicht sehen, wie viel man schon gespendet hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber sonst passt alles. Oh, wir können jetzt hier oben auch nochmal das abschließen. Aber erstmal Goron-Action. Bring's voll. Hey, du! Ich geb dir mal ein bisschen was hier. Wenn ich etwas Quellwasser trinke, wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig an. Okay, hier. Nee, ich muss ihn übergießen. Ich hasse mich. Tschüss. Ich hasse mich. Hätte ich ihn gießen sollen oder was? Geht's noch? Ich gieße doch keine Goron. Das ist doch ein Angriff. Ein persönlicher Angriff. Meine Goron mögen kein Wasser. Moment, ich versuche gerade... Ja, das.
Oh, da muss ich nochmal Quellwasser holen. Ich glaube, es ist sogar einfacher, wenn ich mich nach oben teleportiere. So, aber erstmal gehe ich hier hin. Und hier könnte ein Herzteil sein. Oh. Hier könnte ihr Herzteil sein. Na? So, zack. Ah ja. Genau das Komischste auf der Welt. Man kann sich nur als Wolf... Also man kann nur als Wolf balancieren. Glaube ich. Deswegen darf man das nicht verwechseln mit Skyward Sword. Denn da kann man natürlich nur als Mensch balancieren, weil man halt nur als Mensch da ist. So, hier muss man rüber gleiten. Oh Gott. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Na okay. So schlimm ist es noch nicht, aber trotzdem war es ärgerlich. So, jetzt mal. Kann man da nicht rübergleiten? Oder warum hat das gerade nicht funktioniert? Oder bin ich einfach nur zu blöd abgestoßen, dass ich da nicht reingekommen bin mit dem Zahnrad? Nee. Kann man von hier aus einfach hoch? Das wär witzig. Oder bin ich gerade vollkommen bekloppt? Ein bisschen näher. Was ist das denn, ey? Wieso erwische ich den nur so weit oben? Komische Kacke. So. Das kapiere ich aber nicht. Das kapiere ich einfach nicht. Muss ich mich da echt langhangeln? Das wäre krass. Wow. Das wäre oberkrass. Ja, ich muss mich hier lang hangeln. Das hätten wir also schon machen können. Okay. Ist da überhaupt ein Herzteil? Ich bin mir echt nicht sicher. Aber das muss so anstrengend sein. War krass. Okay, jetzt als Wolf wieder. Weh, du springst runter. Weh, Herr. Okidoki. So. Und aufmachen. Yeah. Okay. Naja, egal. Dann haben wir wenigstens die Truhe geöffnet. Schön. Und unser Quellwasser haben wir verschwendet. Wo soll ich denn wissen, dass ich ihn gießen soll, falls ich ihn überhaupt gießen soll? Keine Ahnung, ob ich jetzt... Ob das richtig ist. Mann, ey. Was soll ich sonst tun, außer ihn begießen mit irgendwie Quellwasser? Das ist doch voll merkwürdig. Ich gehe jetzt eine Runde spenden. Dann fühle ich mich besser. Für den Frieden von Hyrule, was auch immer das bedeutet. Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden von Hyrule. Möge ein Engel der Liebe deine Wege geleiten. Bete weiter für den Frieden und eines Tages wird dir Liebe auch dich umfangen. Ah, okay. Ich habe aber irgendwie schon drei Loverinnen. Midna, Ilia und Zelda, obwohl Zelda verschwunden ist. Midna ist irgendwie so ein Schattending. Und Ilia kann sich nicht an mich erinnern, aber naja. Wir machen das jetzt so lange weiter, bis ich irgendwas dafür bekomme.
Nein, jetzt habe ich 30 gedrückt. Ach, scheiße. Na gut, von mir aus. Dann halt 30. 90. 120. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 300 erstmal wieder gegeben. So, jetzt können wir mit 50 weitermachen. Ich wollte wieder eine gerade Zahl haben. Sozusagen, weil ich glaube, wir haben bisher auch immer nur in 50er Schritten gespendet. Ah, jetzt haben wir 1000 insgesamt, glaube ich. Bei 100 hatten wir, glaube ich, schon oder so. Hä? Wieso stehe ich? Oh. Oh, fliegt einfach so ein Herzteil runter. Jetzt hast du insgesamt 5 und wir kriegen ein Herz dazu. Dankeschön. Also du warst es doch nicht. Dein Gebet wurde erhört. Bewahre diesen Körper, den dir der Himmel geschenkt hat. Okay. Ja. Somit ist der Part auch vorbei. Wir haben ein Herz dann noch ergattert. Und müssen nie wieder was spenden. Yeah! Okay. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich das nachgucke vielleicht mit diesem scheiß Goron. Oder ich probiere es einfach nochmal beim nächsten Mal. Und übergieße den nochmal mit Quellwasser. Und ja, sonst sehen wir uns dann im nächsten Part. Werden wir wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Nebenquests machen. Und dann mal gucken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen und tschüss!